Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius. Jetzt gibt's den vierten Teil zu den Multiplayer-Klassen aus Mass Effect 3 und diesmal geht's um den Soldat. Soldat ist dann so eine Klasse, mit der ich mich bisher nicht so wirklich anfreuen konnte. Ich finde, für Mass Effect gibt es einfach coolere Optionen, aber sei es drum, der Vollständigkeit halber gehört das Ganze natürlich mit dazu. Es gibt einen weiblichen und einen menschlichen Soldat, dann gibt es den Kroganer und den Turianer. Den Kroganer hätte ich jetzt mehr so als Frontkämpfer gesehen, aber egal, da haben beim letzten Video einige Leute nachgefragt und deshalb habe ich mir als erstes hier den Kroganer als Soldat ausgesucht. Ja, wir sehen im Moment die Kraft Blutbad, reißen sie ein Ziel mit diesem mächtigen Angriff in Stücke, große Kollateralschäden bei Feinden in der Nähe, effektiv gegen Panzerung. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Verstärkung ist so ein extra Schutzschild, das kann man so anschalten, möchte ich das mal nennen. Blutbad, ja, ein bisschen aufgelevelt. Ich habe hier alles mal so ein bisschen durcheinander aufgelevelt, eigentlich so entgegen dem, wie ich das standardmäßig für meine eigenen Klassen benutze. Ich habe mich aber dazu entschieden, weil es sich damit einfach ein ganz klein bisschen besser zeigen lässt, was so ein Charakter alles so kann. Inferno-Granate können wir sehen, da ist noch nicht ganz so viel bei mir los. Kroganischer Berserker könnte ich auch ein bisschen mehr haben, das beeinflusst hauptsächlich die Waffen- oder Kräftestärke. So, eine Sache, die den Kroganer für mich sehr sympathisch machte. Die meisten anderen haben ja als letzte Kraft da unten Fitness stehen und der hat eben Zorn da stehen. Zorn erhöht Gesundheit, Schilde, Nahkampfschaden und die Zähigkeit. Werden innerhalb von 30 Sekunden drei Feinde im Nahkampf getötet, gerät der Kroganer in einen Rausch, bei dem 30 Sekunden lang der Kampfnahschaden erhöht und der erlittene Schaden verringert wird. Das Ganze könnt ihr dann eben noch aufbauen, dass ihr noch mehr Schaden habt, noch mehr Schilde habt und so weiter und so fort. Und das ist wirklich ein sehr deutliches Merkmal vom Kroganer, sage ich jetzt einfach mal. Das ist auch sehr sympathisch angelegt. Der lacht dann so und stürmt durch die Feinde und so. Das hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Ich muss jetzt gestehen, bei einem Silber-Gameplay wäre das nicht ganz so gut rübergekommen, weil ich dafür einfach nicht weit genug aufgelevelt bin. Deshalb habe ich hier zunächst mal eine Runde auf Bronze gespielt, um diese Fähigkeiten zu zeigen. Ich spiele im Moment wieder mit der Carnifex. Traditionell hätte vielleicht zu dem Soldat auch ein bisschen besser ein Sturmgewehr gepasst. Deshalb werde ich euch am Ende auch nochmal eine Minute vom menschlichen Soldat zeigen. Jetzt geht's aber erstmal los mit Blutbad. Also Blutbad spielt sich eigentlich so ein bisschen wie Verbrennung, sag ich jetzt mal. Das kommt sehr direkt. Ich weiß gar nicht, ob er das aus der Pistole verschießt. Das kann man irgendwie schlecht sehen. Hier sehen wir dann direkt noch so diese Brandgranaten, die ich werfen kann. Und das sind im Grunde genommen schon so neben dieser Panzerung, die ich über Y auslöse, eigentlich meine Hauptmerkmale. Der Kroganer als Soldat ist hier von seinen Werten im Moment schon relativ stark, ja, der hat eine Gesundheit von 900 und einen Schildbonus von 1200, da meint man eigentlich, Mensch, der kann so überall durchrocken, man muss aber doch, also gerade wenn es jetzt schon auf Silber geht, mächtig vorsichtig mit dem Vieh sein, weil der ist absolut langsam, ja, also auch wenn das hier im Laufen irgendwie so okay geht, mal eben zur Seite springen, nach vorne hechten oder sowas kann er gar nicht, wo die anderen halt so nach rechts oder nach links switchen, so der Experte, oder halt so eine Rolle machen oder sowas. Da macht der Kroganer ja einfach, ja, nichts. Dafür ist er einfach zu dick und da bewegt er sich auch relativ langsam. Das werdet ihr merken, ja auch so mit anvisierter Waffe und so ist das alles ein ganz klein bisschen slow. Ich mache jetzt hier mal ein paar Nahkampf-Kills. Naja, oder auch nicht. Ist für so ein Gameplay immer ein bisschen gezwungen, wenn man dann versucht, irgendwie eine besondere Fähigkeit rauszuholen, die er hat. Aber ich bin mir ganz sicher, das bekomme ich jetzt gleich noch hin. Ansonsten schneide ich jetzt einfach mal. So, hätte ich jetzt was anderes noch erzählen können, das war jetzt nicht so ein langer Schnitt, wir sind immer noch quasi im selben Szenario, 20, 30 Sekunden weiter. Erster Nahkampfkill. Müssen wir mal zählen, ob wir da in 30 Sekunden bleiben, ob das wirklich so richtig ist. Jetzt, wumps, nicht getötet, doch, getötet, ich habe noch gedacht, ich erwischte nicht. Nemesis, immer ein bisschen schlechter, weil die noch Schilde haben, aber der Typ, boom, dritter Nahkampfkill hintereinander und dann können wir auch sehen, dann ändert sich so diese Optik, ja, also das alles wirkt so überstrahlt und bunter und diese weißen Flächen, ja, die glühen so, sag ich jetzt mal, und ist hübsch anzuschauen, ja, und der lacht auch dann und so, das muss ich euch gleich unbedingt mal drin lassen, wenn ich nicht darüber lache. Wenn das wieder aufhört, dann denkt man immer, was ist mit dem Bild kaputt, ja, dann kommt einem das Bild immer immens grau vor, das ist aber einfach so, weil er hier mit dem, boah,
hier einfach dann überall durchmarschiert. Das ist ein sehr starker Nahkämpfer, ja. Der hätte vielleicht jetzt auch super anstatt der blöden Pistole eine Shotgun zugepasst, habe ich mir gedacht. Wäre vielleicht auch richtig gut dabei gekommen. Ja, also wie gesagt, von der Aufmachung finde ich den ganz sympathisch. Headshots kann der hier auch mit der Pistole geben, obwohl kein Zielfernrohr drauf ist. Und da kann man mal so im direkten Wechsel sehen, wenn ich das hier so überblende, wie grau das Szenario eigentlich für den ollen Kroganer so wirkt, wenn er nicht sich da im Zornrausch befindet. Also generell von den Kräften her, Zorn sicherlich irgendwie eine sehr interessante Sache. Blutbad ist einfach auch eine starke Kraft, die man so ein bisschen mit Verbrennung vergleichen kann. Verstärkung ist eigentlich so eine Panzerung, die man zuschalten kann, die mir im Singleplayer bei Mass Effect 2 immer super gut gefallen hat. Das war zum Beispiel immer die Fähigkeit, die ich von meinen Teammitgliedern übernommen habe, also die ich zu meiner eigenen Fähigkeit addiert habe, weil ich das extrem wertvoll fand. Hier im Multiplayer selber empfinde ich das im Moment noch nicht ganz so stark. Ja, kann aber auch daran liegen, dass ich das noch nicht bis oben hin aufgelevelt habe. Ja, das ist okay. Man hat gar nicht das Gefühl, man hat das so unbedingt an. Im Singleplayer war es immer so, dass man einfach die Schilde oben hatte und in dem Moment, wo die Schilde halt runtergingen, hat man diese Zusatzschilde quasi draufgeschaltet, also diese Verstärkung. Da war man wieder relativ fit. Hier sieht man gerade, ich kämpfe mit einer Phantom und war dann immer froh, wenn man diese zusätzlichen Schilde dabei hatte. Ja, eine Granate zu werfen und so, das ist natürlich alles gut und schön, ist letztendlich aber nicht das, was für mich ganz einfach so ein Spiel wie Mass Effect ausmacht. Deshalb machen wir jetzt auch direkt mal einen Sprung rüber zum menschlichen Soldaten. So, da ist er also, mein menschlicher Soldier Sirius. Und was sagt BioWare dazu? Die sind da auch relativ kurz und knapp. Die sagen, Allianz-Soldaten sind bekannt für ihren beeindruckenden Feuerschutz, ihre Flexibilität und ihre Geschwindigkeit. Naja, würde ich da jetzt sagen. Also hier, mein Soldat hat halt als Kräfte Adrenalinstoß, Betäubungsschuss, Splittergranate, Allianztraining und Fitness, also so ein bisschen der Standardkram, möchte ich mal sagen. Betäubungsschuss ist sicherlich eine ganz gute Sache, das war im Singleplayer von Mass Effect 2 auch immer eigentlich ganz ordentlich, habe ich hier aber nicht ausgewählt, sondern ich habe mich dann für Adrenalinstoß entschieden. Das ist was, das beschleunigt die Reflexe, wodurch sich die Zeit für den perfekten Schuss einfach optimiert. Man hat mehr Waffenschaden und solche Sachen, das werden wir auch gleich optisch bemerken. So, ich springe jetzt hier mal in ein Silber-Gameplay rein, einfach ein ganz klein bisschen mehr Herausforderung. Wie man hier sehen kann, habe ich mich für die M8 Avenger entschieden, spiele das Ganze hier mit Kryo-Munition und ich wurde in so ein Spiel geworfen. Ich glaube, da lief die Runde schon und ich steige quasi erst bei Stufe 2 mit ein. Das ist hier das Ende von Stufe 1, aber hier bin ich halt wirklich reingekommen in das Spiel. So, und wer mir ein ganz klein bisschen auf YouTube folgen sollte, der hat vielleicht damals das Video gesehen, das kam so ein oder zwei Tage vorher, bevor diese Mass Effect Demo offiziell erschienen ist. Da habe ich das schon ein bisschen anspielen können. Ich glaube, an einem Montagabend hatte Electronic Arts dann die Multiplayer-Server online gestellt. Und da habe ich auch bei meinem allerersten Multiplayer-Koop-Gameplay wirklich den Soldaten ausgesucht, weil ich damals nicht wusste so, ja Mensch, was spielst du jetzt? Suchst du den Infiltrator aus oder doch lieber den Techniker oder was machst du? Und dann war wirklich einfach so, zack, Soldat genommen. Ich habe gedacht, damit kannst du halt eh nichts falsch machen. Der ballert einfach rum, kann man Gameplay zeigen. Und das ist eben genauso eine Klasse. Das ist irgendwie für mich so eine Anfängerklasse, die nicht wirklich viele Reize für mich persönlich hat. Also es mag sein, dass Soldaten auch wieder enorm viele spielen werden. Oh, pass mal auf jetzt. Da habe ich anstatt nachzuladen halt diese Raketenwerfer-Munition genommen und habe es in der Hektik gar nicht gemerkt und habe den Typ einfach mal volles Programm mit einem Raketenwerfer beschossen, was ihm nicht ganz so gut tat, könnte man sagen. Ja, also Soldat eigentlich so eine Einstiegsklasse und ich glaube, es gab damals auch mal so Umfragen immer wieder auf unterschiedlichen Websites. Oh, Bug, meine Waffe ist gar nicht zu sehen. Hier könnte man sehen, harter Sirius-Soldat spielt natürlich nur mit bloßen Händen. Also es gab damals so eine Umfrage und wirklich die meisten Leute haben wohl Soldat gespielt, weil das so, naja, damals war es auch so, der Soldat konnte halt alle Waffen nehmen. Die Klassen waren damals beschränkt, dass man zum Beispiel als Infiltrator kein Sturmgewehr nutzen konnte und sowas. Das war eigentlich ein bisschen dumm und ein bisschen albern und das hat man jetzt auch bei Mass Effect 3 glücklicherweise abgelegt. Und dementsprechend kann ich einfach nur noch einmal mehr vom Soldaten irgendwie abraten und euch
Ja, nehmt euch einfach eine andere Klasse, sucht euch eine coole Fähigkeit aus, seid einfach irgendwie flexibler, als wie jetzt hier nur Granaten werfen zu können, eure Panzerung zu erhöhen und solche Geschichten. Also da gibt es wirklich bessere Sachen, wie ich finde. So, ich schalte jetzt nochmal zum Schluss ganz bewusst auf eine Stelle, wo ich hier meinen Adrenalinstoß reinschalte. Dann verfärbt sich das Bild auch so ähnlich wie im Zornmodus vom Kroganer, konnte man gerade ganz schön kurz sehen, dass sich das Bild so verfärbt und so. Da werden halt zum Schluss die Schilde stärker und so weiter und so fort. Nahkampfschaden kann sich erhöhen und solche Sachen. Grundsätzlich finde ich das Ganze nicht so interessant. Der Soldat ist so eine Klasse, die geht okay, die kann man mal anspielen, aber ich würde mal sagen, wenn man sich ein ganz klein bisschen mit dem Thema beschäftigt, nimmt man ganz einfach eine andere Klasse. So, ich bin jetzt raus hier aus dem Gameplay mit dem Soldaten. Eben nicht mein Lieblingsthema, deshalb auch nur auf Stufe 13 gespielt. Ich verabschiede mich mit einem Nahkampfkill und sage danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal und haut rein.